Ja. Kommt raus. Okay. Und dann so. Ach, warte. Ah! Nein, 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 nein! Oh nein! Jetzt bin ich in dieser Brühe da gelandet. Aber das ist jetzt halt die Alf... Beta. Beta. Das Beta-Zeichen. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Okay. Jetzt muss ich alles nochmal von vorne machen. Okay. Das haben wir ja schon. Okay, und dann wird das hier noch nicht. Okay. So. Dann müssen wir jetzt da lang. Da lang? Nein, da lang. Oh, es leckt wieder. Ja, es läuft nicht ganz so flüssig. Okay. So. Und hier halt da oben halt noch ein bisschen. Ja, wenn ich es kriege. So. Noch ein bisschen Schwunggel. Und dann können wir auch schon starten. Okay. Jetzt muss ich da irgendwie bloß noch hochkommen. So. Jetzt habe ich es. Und hui! Und hui! Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pushen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. Eine komplette Rundumerneuerung. Aus alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns bezahlen. Entfernt ja alle Tumore, ja? Das ist nett, indem ihr uns einfach auseinander nimmt. Du kannst GLaDOS haben, ne? Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgel zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Ja. Bitte nehmt eure persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verstopfen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen, aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe oder Sohlen? Bartläuse? Gamma, okay. Ja, was kaufen sich solche Leute denn? Gamma, okay. Ach, da oben. So, Gamma, hier ist Gamma. Ja, das weißt bist du. Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Du musst nachdenken. Nein, die GLaDOS. GLaDOS die Kartoffel. Nicht schon wieder die Stampfen. Die hatten wir ja schon in Portal 1. Okay. So. Ach, Vogel, töte das Misty. Nein. Weg ist er. Gut, für ihn. Also weiterdenken. Au. Ja, jetzt wurden wir eingestampft. Nicht schon wieder. Weg ist er. Nochmal runterfahren. Also weiterdenken. Und hui. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus.
Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahlene Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ja, weiter forschen. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Okay. Ah ja, jetzt. Okay. Und so. Wir müssen da lang. So. Dann müssen wir nämlich hier runterspringen. Ah! Okay, so, nochmal. Und so. So. Und so. Sehr schön. Und dann fliegen wir da ganz hoch. Ja. Sehr schön. So. Und hui! Ich hab nachgedacht. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus. Schmeiß die Zitronen zurück. Wehr dich! Ich will deine blöden Zitronen nicht. Was soll ich damit? Ja, nimm die Zitronen. Verlang nach dem Geschäftsführer. Das Leben soll es bereuen, Cave Johnson Zitronen gegeben zu haben. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Ich jage Ihnen das Haus in die Luft mit den Zitronen. Meine Techniker sollen Zitronengranaten erfinden. Und damit jage ich Ihr Haus in die Luft. Ihr spricht aus, was alle denken. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen? Daran arbeiten die Techniker gerade. Nicht Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Daran hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich spreche auf Band, damit sie es jeder 100 Mal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht beschreiben, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinem Computer. Okay, Test vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Ich glaube, Cave Johnson ist ziemlich krank, ja. Nicht nur vom Persönlichen auch, sondern im Kopf, ne? Weil... Naja. Also er hat auf jeden Fall eine Schraube locker. Kann man so sehen, weil, naja, ich glaube, das Mondgestein hat ihm das ganze Gehirn weggefressen. So. Wie jetzt weiter? Ach so, da drauf, okay. Mist. Und ich hab's geschafft, ja. Yeah. Und Ladebildschirm. So.
Märchen. Oh. Ich weiß, es sieht finster aus, aber der Irre dort unten hatte recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn, mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Wow. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Aufgerundet. Ja, mit Würde explodieren. Mhm. Super Idee. Hui. Ah, da brauchen wir das Gel. Lalalala. Nein. Okay, das war's mit dieser Folge. Nächste Folge geht's weiter und ciao.